So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Morning Meeting heute hier gemeinsam mit Markets.com am Donnerstag, den 14. Oktober 2021. Wir wollen einen Blick uns auf die Märkte gönnen und hier natürlich die Rückeroberung der 15.300er Marke. Und das halten jetzt auch. Das werden wir gleich sehen im Chart der 15.300er Marke im DAX zum Thema machen, welches dann weitere bullische Vorgaben wahrscheinlich werden lässt in den Wochenschluss hinein. Ziel 15.470, 15.500 Punkte, wie ja schon in den letzten Morning Meetings diverse Male zum Thema gemacht. Wir werden natürlich einen Blick werfen auf die US-Märkte und ich habe in dem Zusammenhang noch etwas vorbereitet, nämlich auch gestern, da gab es eine News. Wir hatten gestern zum Thema gemacht Cameco. CCJ ist das Kürzel, das Tickersymbol der Aktie gewesen, der größte Uranproduzent der Welt, wo ich gestern ein sogenanntes Second Day Play zum Thema gemacht hatte. Also sagte, da gibt es durchaus noch weiteres bullisches Potenzial. Ihr habt vielleicht den Chart verfolgt oder beziehungsweise die Price Action, seid ihr so ein bisschen gefolgt und habt gesehen, ja, es hat sich weiterhin bullische Action gezeigt. Wir haben auch tatsächlich, ausgehend vom Gameplan, ich werde den gleich nochmal kurz zeigen, in der Discord-Community, die 24 an der Stelle, die wurde gestern gehalten, kurz angelaufen, konnte gehalten werden. Das hat einen sehr, sehr interessante Einstiegsmöglichkeit gegeben, auch Chance-Risiko-Verhältnis technisch, kleines Risiko, 20 Cent und du hast dann auf der Oberseite eben einen Punkt mindestens gehabt, also bis 25. Diesen Bereich sind wir dann nicht nur abgelaufen, sondern sind sogar im Laufe der Folgestunden dann über dieses Niveau gelaufen und ja, ich plane tatsächlich, also ich mache das deswegen jetzt zum Thema, einerseits dafür ein Tutorial noch einzusprechen, welches dann wahrscheinlich allerdings erst in der nächsten Woche bei mir im Kanal einlaufen wird. Und ergänzend dazu wollen wir diese Gedanken im Hinblick auf CCJ, also Cameco hier und dieses Second Day Play, heute gleich nochmal Anwendung finden lassen, allerdings auf eine andere Aktie, nämlich Plug Power. Plug ist gestern ebenfalls heiß gewesen und hat gestern auch einen sehr, sehr starken Schluss gesehen. Also, das heißt, hier in diesem Zusammenhang werden wir auch auf Plug eingehen. Einen Blick werfen auf einige Kommentare, die interessant waren, sicherlich seitens der Bank of England in Bezug auch auf den Kryptobereich. Einige neue, nennen wir sie mal, kleptokratische Entwicklungen, auch im Hinblick auf die Bank of England, hat man jetzt, macht man Nägel mit Köpfen in Anführungsstrichen nach den Insider-Trading-Skandalen, die bei der Fed ja immer häufiger zutage treten. An dieser Stelle ist es jetzt so, dass die Bank of England wohl untersagt, dass sich Mitglieder des MPC, also des Monetary Policy Committees dort, entsprechend mit privaten, also im privaten Umfeld mit eben Bankern treffen. Man ist erstaunt, ehrlich gesagt, dass jetzt dann schlussendlich dieser Punkt mal angesprochen wird, diese Gefahr von potenziellen Interessenskonflikten, zeigt, dass es offensichtlich ziemlich rumort unter der Decke in Anführungsstrichen und im Zusammenhang mit den jüngsten gesellschaftlichen Entwicklungen eventuell auch dort einiges an Volatilität noch uns ins Haus steht. Dazu also auch zwei, drei Gedanken. Bevor wir allerdings ganz offiziell beginnen, einmal hier der Risikohinweis. Devisen und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente, die auf Margin gehandelt werden und die wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einhergehen, schnell Geld zu verlieren, sind potenziell also nicht für jeden Anleger geeignet. Ausgehend von seinem persönlichen Risikoprofil stellt man sich die Frage, bin ich dafür geeignet? Wenn ja, markets.com/de, kann man sich eine Demo runterladen. Die MarketsX-Handelsplattform, die wir hier im Folgenden nutzen werden. Wir haben in dem Zusammenhang dort natürlich auch den vollständigen Risikohinweis. Wie gesagt, einmal auf die deutsche Präsenz dort gehen, alle Informationen rund um die Produktpalette über CFDs und FX-Produkte hinaus, Aktien physischer Natur, ETFs und dergleichen. Gerne auch eine E-Mail an die Elena schicken in Bezug auf weitere Informationen. Wenn ihr Fragen zu den Märkten habt, gerne mich kontaktieren, gerne unterhalb dieses Videos entsprechend eure Fragen, auch die Wunschmärkte eben entsprechend, auf die ich dann in den kommenden Morning Meetings eingehe, entsprechend posten, hier im Live-Event, gerne auch in der Chatbox oder bei mir übers Forum, jk-trading.com/forum. Da gibt es eine Trading-Chatbox für jeden Handelstag, wo ihr euch austauschen könnt mit anderen gleichgesinnten Tradern oder auch natürlich Fragen an mich stellen können. Kontaktiert mich gerne über Twitter, schickt mir gerne eine Mail. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten zusammenzufinden. Hier einmal die MarketsX-Handelsplattform und ich räume ganz kurz einmal hier im Hintergrund auf. Schau mal, ob alles so gestreamt wird, wie es gestreamt werden sollte. Hier gucke ich mal eben. Muss ich auch mal machen. Ja, eben, ich gucke mal eben da rein. Ja. Ich werde es wahrscheinlich nicht unterbinden können. Ich habe da schon drei, vier Mal habe ich das Feedback bekommen unter Videos tatsächlich, dass man sich darüber amüsierte, dass ich immer eben sage. Das ist bei mir doppelt und dreifach eingeschliffen. Ich glaube doch, das werde ich nicht wieder loswerden. Slang, so nennen wir ihn jetzt mal. Also bekannt einerseits für die Region Berlin-Brandenburg, da ist das üblich. Und dann ergänzend dazu auch ganz ursprünglich meine Wurzeln eben aus dem Ruhrgebiet, da sagt man das auch. Das wird sich nicht unterbinden lassen. So, jetzt schaue ich mal ganz kurz Twitch, auch alles gut, perfekt. Also hier wird alles gut gestreamt, sehr schön. Sollte sich das ändern, lasst es mich gerne einmal in der Chatbox wissen. Hier einmal der Blick auf den DAX. Hier ist dieser kurze Piekser der Unterseite.
In Bezug auf den DAX, der hier stattgefunden hat. Und ja, in dieser Konstellation eben sehen wir, die 15.3 kann gehalten werden. Ich will das vielleicht mal ganz kurz hier zeigen. Einmal anknüpfen an den Post von heute früh. DAX Open Range zwischen 302 und 358 schrieb ich hier. Da hat sich das Bild so dargestellt gehabt. Intraday-Vorteil oberhalb des EMA 50 auf 5-Minuten-Basis. Den haben wir dort halten können zu dieser Zeit. Erstmal long zu, sollten wir die 15.300 halten können, so wie sich das jetzt abzeichnet, liegt ein nächstes Kursziel meiner Einschätzung nach um 15.470, 500 Punkte in den Wochenschluss. Das ist dann eben entsprechend dieser rotfarbene Kasten. Also das bedeutet hier in Kurzform das, was wir jetzt hier nochmal dann in Videoform bzw. in sprachlicher Form nochmal aufbereiten wollen. Dieser Bereich hat also halten können. Das ist interessant, dass in dieser Konstellation, dass wir, sofern ich das hier überblicke, zwischenzeitlich kein Fill aus der Open Range bekommen haben. Also die Herangehensweise in der Basisversion ist jene, das ist das PDF, was ihr über meine Webseite euch herunterladen könnt, dass wir entsprechend uns die Handelsspanne zwischen 8 bis 9:05 Uhr anschauen, dann in Relation zum EMA 50 auf 5-Minuten-Basis entscheiden hier, ob wir entsprechend eben einen Vorteil auf der Long- oder auf der Short-Seite haben und dann je nachdem, ob der Break schon erfolgt, beziehungsweise wenn er noch nicht erfolgt ist, dann die Order entsprechend switchen. Also das heißt, der 5-Minuten-Schlusskurs, der zunächst oberhalb des EMA 50 ist, hat einen Buy-Stop im Markt. Und wenn wir dann runterschließen, ohne dass der gefüllt wird, haben wir einen Sell-Stop im Markt. Und was wir hier erkennen können, ist, dass diese Range bis dahin nach oben nicht verlassen wurde, aber auch noch nicht nach unten verlassen wurde. Das ist ganz interessant. Jetzt schaut mal hier, das ist ein bisschen pathologisch und dann sieht man auch, dass man da ein bisschen aktiver managen muss, wenn man das nicht als EA, also als Expert Advisor beispielsweise, als automatisierter Handelsalgorithmus abgespeichert hat, querstrich programmiert hat. Und zwar sehen wir hier den Close oberhalb des EMA 50. Also hier haben wir einen Buy-Stop im Markt. Dann kommt die nächste 5-Minuten-Kerze und die schließt unterhalb. So, jetzt wird man natürlich an der Stelle sagen, oh, das ist ja dann entsprechend ein Short Trade, der hier eingegangen wird. Tatsächlich nicht, weil das Tief dieser Range hier bei 15.300 Punkten lag. Aber wir hatten dann Buy Stop. Also das heißt, der wird an der Stelle hier durch den Peaks auf der Unterseite nicht gefillt oder beziehungsweise kann nicht gefillt werden, weil wir einen Buy Stop statt einem Sell Stop, der auf dem Tief der Range liegen würde, entsprechend eben im Markt haben. Dann kommt der Schluss dieser Kerze innerhalb der Range. Und wir sehen auch, dass wir danach nicht unter diese Tiefs dieser ausgemachten Open Range rutschen. Das heißt also, wir switchen zwar durch den Schlusskurs hier auf 5-Minuten-Basis vom Buy-Stop und dann auf den Sell-Stop-Modus, aber der Sell-Stop, der wird ebenfalls nicht getriggert und wir driften wieder zurück. Und jetzt mit dem Bruch aus der Open Range auf der Oberseite wird der Buy-Stop getriggert. Zwischenzeitlich sind wir dann nicht mehr unterhalb des EMA 50 hier, haben wir nicht mehr geschlossen. Und dann folglich ist es dann eben entsprechend so, dass wir jetzt den Buy-Stop eben getriggert sehen und man sich das so aktiv gemanagt vorstellen könnte. Also jetzt an der Stelle, ich gehe da deswegen so detailliert drauf ein, weil, ah, Verzeihung, weil mich ab und an Fragen erreichen, wie das denn dann gemanagt wird. Also wie man das aktiv eben hier an dieser Stelle eben dann handhabt und ja, also das einfach mal ganz kurz zur detaillierteren Betrachtung an dieser Stelle. Research-technisch sehen wir haben hier eine Schlüsselregion, die wir haben jetzt, wie gesagt, nicht nur überwinden können, sondern die wir auch eben entsprechend halten können. Das ist natürlich hier ein sehr, sehr dünnes Umfeld, deswegen ist das nicht genau, das ist nicht wirklich aussagekräftig, aber was ich schon als starkes Signal jetzt unter dem erhöhten oder beziehungsweise dem jetzt gehandelten Volumen eben hier als erachtenswert sehe, dass das die 15.3 kurz angepiekst wurde, dann allerdings nicht nur gehalten wurde, sondern wir jetzt sogar relativ zügig im Anschluss daran neue Tageshochs markieren. Das ist ein klares Signal, dass dieser Bereich offensichtlich eben hier respektiert wird, dass die Marktteilnehmer den DAX hier in diesem Bereich potenziell nicht fair gepreist sind, sondern eher höhere Notierungen anzustreben sind. Und ja, dann ist in diesem Zusammenhang hier auf der Oberseite jetzt in den Wochenschluss hinein die 15.470, 15.500er Region eben entsprechend ein anzuvisierendes Niveau. Das, was in dem Kontext natürlich jetzt sehr interessant ist, dass wir ein klares Level haben, gegen das wir auch riskieren können. Jetzt unabhängig davon, ob wir ausgehend von der Open Range uns positionieren oder vielleicht auf einen Rücksetzer beispielsweise nochmal auf den EMA uns in irgendeiner Form zu planen, zu positionieren. Wir haben durch diese Price Action und das übergeordnete Bild einfach die 15.300 im übertragenen Sinne als Inflection, die wir ausmachen können. Also das bedeutet, etwas anders formuliert, sehr plump gesprochen, alles, was drüber passiert, ist bullish. Alles, was drunter fällt, unter die 15.3 und unterhalb schließt oder konsolidiert, ist eher bearish und dann mit weiteren Abschlägen eben erwartet. Heißt, wenn du dich jetzt hier in diesem Kontext long positionierst, dann weißt du, unterhalb von 15.3 bist du falsch und da liegt dann entsprechend dein Stop an dieser Stelle. Ja, das also zum DAX. Wir wollen natürlich hier einen kurzen Blick werfen auf den S&P. Immer noch eine verhältnismäßig,
hakelige Vorstellung. Groß oder viele Impulse sind jetzt seitens der US-Märkte bzw. auch seitens der Inflationszahlen gestern eigentlich nicht geliefert worden. Ich will das mal ganz kurz hier vielleicht zeigen. Wir sehen insgesamt eigentlich eine sehr, sehr günstige Vorstellung hier auf der 5-Minuten-Ebene. Wir kamen initial bärisch in den Tag hinein. 14:30 Uhr, das waren die Inflationszahlen. Auf die gehen wir gleich ein, leicht über der Erwartung. Und in diesem Zusammenhang, wir blicken gleich mal auf den Zinsmarkt. Scheint größtenteils eingepreist gewesen zu sein. Normalerweise, gestern stellte auch jemand unter einem Video die Frage, also unter dem Morning Meeting stellte die Frage, oder was? Moment, ich glaube, nee, das war bei einer Analyse, die ich bei TradingView eingestellt habe, die DAX-Analyse, stellte jemand die Frage. Und zwar, wieso denn jetzt anziehende Inflationszahlen oder das Konsolidieren auf diesem erhöhten Niveau eigentlich bullisch für Aktien ist? Weil das bis jetzt noch nicht dramatisch auf eben den Zinsmarkt durchschlägt, ist die simple Formulierung in dem Zusammenhang. Also sprich anders formuliert, solange die Zinsen nicht einen scharfen Spike auf der Oberseite sehen und dieses thematisierte zu Beginn der Woche sogenannte Deleveraging einsetzt, also wir hatten ja die sogenannte NYSE Margin Debt hier, ich mache das mal ganz kurz auf, NYSE Margin Debt. Das ist im übertragenen Sinne der Hebel, der. Oh, ist das überhaupt richtig? Nein, das ist nicht richtig. Einen Moment. Den brauchen wir. Das sind dieselben Zahlen, nur anders aufbereitet. Und also, was wir hier haben, ist der in Anführungsstrichen Hebel, der im Markt einfach liegt. Also der auf Fremdkapital basierte entsprechende Modus, auf dem wir uns eben wiederfinden, in Rot eingefangen. Und sobald jetzt Zinsen anziehen, kommt es zu einer, in Anführungsstrichen, also der Zins ist ja nichts anderes als der Preis fürs Geld. Das bedeutet also, desto teurer das Geld wird, sehr einfach gesprochen, desto unattraktiver wird es auf Hebel basiert, entsprechend eben sich im Markt zu positionieren. Sprich, in dem Moment, wo der Zins anzieht, kommt es ganz natürlich zu einer Reduktion entsprechend hier dann der Margin oder des Fremdkapitaleinsatzes. Und das wiederum sorgt, weil es eben offensichtlich stark positiv korreliert ist, also wenn wir auf Hebel basiert Aktieninvestments tätigen, viel Kapital in den Bereich pumpen, die Nachfrage folgt, das Angebot übersteigt, logischerweise steigen dann auch die Aktienkurse. Und das wiederum sorgt dann eben dafür, dass wir eben hier diese stark positive Korrelation haben. Sobald es aber zu diesem Spike in Zinsen kommt, der eben durch eine anziehende Inflation begünstigt werden kann. Und deswegen könnte man dahingehend argumentieren, dass man sagt, eine anziehende Inflation, besonders eine nicht unangenehm, ein Anstieg der Inflation, welcher nicht begünstigt wird durch ein starkes, florierendes wirtschaftliches Umfeld und entsprechende Preissteigerung. Also den klassischen, sich innerhalb dieses Boom-Bust-Cycles, so könnte man den auch bezeichnen, eben widerspiegelt, sondern wo die Inflation durch eben die massiven Liquiditätsspritzen seitens der Notenbanken entsprechend läuft, findet sich dahingehend eben jetzt in einem schwierigen Umfeld wieder, weil wir einerseits eine anziehende Inflation sehen, aber eben zeitgleich das wirtschaftliche Wachstum damit nicht Schritt halten kann, beziehungsweise eventuell gar nicht so stark ausgeprägt ist, wie es die jüngsten Wirtschaftsindikationen suggerieren. Sprich, wir haben Sorge, dass sich eine sogenannte Stagflation abzeichnet. Also das heißt, dass das Wirtschaftswachstum zum Erliegen kommt, Querstrich stagniert, zeitgleich aber die Inflation ansteigt und folglich eben entsprechend dann die Zinsen folgen. Denn die Marktteilnehmer, die eben in Anleihen investieren, die sagen natürlich, wenn ich hier eine Entwertung meines Geldes sehe durch entsprechende Inflation, nichts anderes ist ja Inflation, das ist eine versteckte Steuer, könnte man sagen, die Sparern auferlegt wird und die offensichtlich auch seitens der Politik gewollt ist, gewünscht ist. Denn nicht anders ist zu erklären, dass die Herrschaften Politiker das überhaupt nicht zum Thema machen, beziehungsweise die Problematik steigender Inflationsdruck kleinreden. Also das kann man ja auf breiter Front erkennen. Das ist ja nicht nur, dass es in den USA diese Begrifflichkeit transitory, also vorübergehende Inflations- oder Preissteigerung gab, sondern das wurde ja dann, dieser Sprech wurde ja übernommen, sei es jetzt seitens der EZB von Frau Lagarde oder sei es eben seitens beispielsweise auch der Bank of England, sondern man hat in diesem Zusammenhang eben dann auch, ja, wie soll man sagen, naja, vielleicht auch nicht den geistigen Horizont. Das gilt ganz besonders für Politiker an dieser Stelle. Die sind einfach gar nicht in der Lage, das zu verstehen, was da passiert. Aber Fakt ist auf jeden Fall einmal, diese ansteigende Inflation, die wir zu sehen bekommen, die resultiert einfach aus dem Umstand, dass immer mehr Liquidität ins System gepumpt wird und dass es zu einer Entwertung
der Sparguthaben kommt. Und es ist im übertragenen Sinne eine einsetzende Entschuldung dieser massiven Schuldenberge, die ja im Zusammenhang mit dem Management der Corona-Pandemie aufgetürmt wurden. Und logischerweise sagen dann diejenigen, welchen Marktteilnehmer, die eben diesen steigenden Inflationsdruck sehen und dann in Anleihen investieren, ich möchte dafür kompensiert werden. Was wiederum nur dadurch erfolgt, wenn sie dann höhere Zinsen ausgekehrt bekommen. Und dadurch kommt es eben zu diesen anziehenden Inflationserwartungen und zeitgleich eben ansteigenden Zinsen, die dann allerdings in solch einem Umfeld, in dem wir uns gerade befinden, natürlich die Gefahr bergen, dass es dann früher oder später zu diesem Enthebelungseffekt, also diesem Deleveraging, sagt man dann eben, kommt und dann eine Korrekturbewegung sich auf den Weg bringt. Also zurückgehend jetzt, wie gesagt, aktuell ist es so, es scheint größtenteils eingepreist zu sein, beziehungsweise noch kein Thema zu sein. Und das ist besonders dem Umstand geschuldet, dass diese derzeitigen sogenannten Spikes in den Zinsen noch ausbleiben. Deswegen ist die anziehende Inflation, um diese Frage eben zu beantworten, jetzt derzeit jedenfalls noch kein Thema. Aber was auf jeden Fall Berücksichtigung finden sollte, ist, wir sollten es im Hinterkopf behalten, dass es ein Thema werden könnte. Rein technisch auf jeden Fall ist jetzt dieses Zurückdriften über die 4370er Marke im S&P und dann früher oder später eben auch die schon zu Wochenbeginn thematisierte 4400er Region eben erstmal ein positives Signal. Also sprich, anders formuliert, wir sollten im Gesamtkontext davon ausgehen, dass das Halten jetzt hier zunächst einmal der 4300 30er Region rund gesprochen. Dieses Bereiches, den wir gestern dann auch nochmal angelaufen sind, hier zur Markteröffnung, die aber längst gehalten werden hat können und wo wir dann in den Abend hinein einen stark bullischen Drive mit Schluss auch im Bereich der Tageshochs zu sehen bekommen haben, dass das ein positives Signal ist und durch jetzt in dem europäischen Handel Rückeroberung der 4370 und vielleicht früher oder später dann auch dem zu erwartenden Reclaim oder das Wieder-Zurückerobern der 4400er Marke sind weitere bullische Vorgaben auch hier im S&P in den Wochenschluss denkbar, besonders wenn wir oberhalb von 4400 Punkten schließen. Und dann haben wir realistisch Potenzial nochmal bis 4430 mindestens, eventuell sogar über dieses Niveau. Und genau dieser bullische Ausblick für den S&P ist dann eventuell genau das Benzin oder das Fuel, mehr oder minder, welches den DAX dann in Richtung der 15.470, 15.500er Region eben treiben könnte oder treiben sollte, um davon das auszugehen. So, das ist also alles in allem ein grundsätzlich sehr, sehr positiver Ausblick. Jetzt kurz überlegen, am meisten macht es jetzt wahrscheinlich Sinn, zunächst einmal die Inflationszahlen nochmal konkret sich anzuschauen, obwohl da nicht so viel mehr Informationen sind und dann aber gleich auch hier den Einzeltitel eben Plug zum Thema zu machen. Wer übrigens gerade die Entwicklung in Silber sieht, der kann sich vorstellen, dass mir das ziemlich auf den Keks geht. Ja, denn die Entwicklung, die wir letzte Woche skizziert haben, die ist jetzt genauso aufgetreten. Wir haben jetzt auch die NFP-Hochs rausgenommen, gestern durch diese Entwicklung, die wir gesehen haben. Denn es hat interessanterweise im Zinsmarkt, ich will das mal ganz kurz hier zeigen. Auf die Aktie können wir gleich auch eingehen. Falls ich das vergessen sollte, sage man mir bitte einmal in der Chatbox das Stichwort DATS. Also, was es damit auf sich hat, das ist eigentlich keine Aktie, die wir wirklich traden wollen. Aber ich möchte die gerne zum Thema machen, weil die eine interessante Charakteristik, die sich einfach derzeit anbietet. Stichwort Low Float Stock. Aber bevor wir darauf blicken, wie gesagt, zunächst einmal Inflation und dann Plug, entsprechend ein Play, was wir da zum Thema machen können. Also hier diesen Rollover, das ist genau das, wovon ich gerade sprach, dass diese anziehende Inflation, also hier haben wir die Zahlen gestern, 5,4% year on year, leicht über der Erwartung, also in dem Fall Punkt 1 Prozentpunkt an dieser Stelle, oberhalb der Erwartung, 5,3 erwartet, 5,4 veröffentlicht. Interessant in dem Zusammenhang, wir sollten mal kurz hier, Moment, wo haben wir denn die Core Inflation? So, Kerninflation ist wie erwartet veröffentlicht worden mit 4%, allerdings auch, also auf einem sich oberhalb des langfristigen oder seit Jahren, seit 25 Jahren eigentlich etablierten Niveaus stabilisierend. Also wir sehen hier, das sind die weiterhin höchsten Niveaus seit Anfang der 90er Jahre. Nur mit einem ganz entscheidenden Unterschied, dass Anfang der 90er, jetzt müsste ich mal ganz kurz schauen, die Zinsniveaus natürlich in ganz anderen Gefilden sich wiedergefunden haben. Mal kurz gucken, Money müsste das vielleicht sein. Haben wir hier die Central Bank Interest Rate. Max. So, damals haben wir gesehen, waren die Zinsniveaus hier, also in diesem Bereich, haben die bei deutlich oberhalb von 5, 7, 8% eben tatsächlich notiert. Das war der Leitzins damals seitens der Fed. Also das bedeutet etwas anders formuliert, die Realverzinsung damals war signifikant höher, als die es eben heute ist. Damals, wenn wir uns hier die Leitzinsniveaus eben anschauen an dieser Stelle, von sagen wir mal 7,5% ausgehen und dann zeitgleich eben die Inflation von 5,4
4%, 5,5% dagegen rechnen, dann haben wir hier eine in Anführungsstrichen offizielle Realverzinsung von plus 2%. Aktuell sind es die bei deutlich minus 1%. Das heißt also, selbst wenn du Investments in Bonds tätigst, bekommst du ja nichts dafür, zinstechnisch, sondern es sind rein spekulative Investments im Grunde genommen. Aber wir schweifen mal ein bisschen ab. Also eigentlich wollten wir hier auf die Prices und auf die Inflation Rate zu sprechen kommen. Also Stabilisierung im Bereich eben der vielen Monatshochs. Allerdings ist das größtenteils, so sieht es jedenfalls dann bei Betrachtung eben hier des Zinsmarktes aus, eingepreist gewesen. Und genau dieser Rollover, der jetzt hier stattfindet und das deutliche erneute Unterschreiten der 1,6%-Marke an dieser Stelle, sorgt dann eben parallel dazu, dass ganz besonders Edelmetalle, beispielsweise Silber oder auch Gold, eben entsprechend diesen bullischen Drive sehen. Gold auf dem Weg zurück in Richtung 1800, beziehungsweise Silber eben über die 23er-Marke zurück. Und wo wir gleich dann noch einen Blick drauf werfen wollen. Wie gesagt, und genau dieses zunächst jetzt stattfindende Überrollen ist dann potenziell der Grund dafür, warum auf diese eigentlich über der Erwartung liegende, leicht über der Erwartung liegende Inflationsrate, dieser Drop in den Zinsen aber eher bullisch eben tatsächlich für den Aktienmarkt sich auswirkt, weil eben der Zins nicht weiter steigt und diese Spikes auf der Oberseite eben vollzieht, sondern eben tatsächlich eher in Anführungsstrichen Buy the Rumors, Sell the News Events eben einleitet. Also das heißt, dieses Überrollen dann stattfindet. So, also insgesamt ein grundsätzlich vorteilhaftes Bild für Equities. Und in dem Zusammenhang macht Plug Power jetzt durchaus Sinn, auch hier aus rein technischen Gegebenheiten mal einen detaillierteren Blick sich die Aktie anzuschauen. Ganz kurz. Black Power. Ganz kurz zur Information, wer was das ist. Die Aktie hatten wir schon diverse Male zum Thema gemacht. Die war auch schon Thema in diversen Tutorials eben tatsächlich, weil das auch tradingtechnisch ein sehr, sehr attraktiver Titel ist. Ist ganz kurz und knapp gesprochen US-amerikanischer Hersteller von Brennstoffzellen. Unglaublich heiß gelaufen im letzten Jahr, beziehungsweise auch schon zu Beginn diesen Jahres. Hier mit einem fast vertikalen Kursanstieg getoppt um 75, seitdem aber eine scharfe Korrektur gesehen. Wir erinnern uns dran, in dem Zusammenhang, Plug Power war auch. Oh, jetzt muss ich kurz überlegen. War es Plug? Ich glaube schon. Jenes Unternehmen, welches dort sich im Bereich Accounting eben hervorgetan hat, wo es da eben Nachbetrachtungen gab oder Daten eben inkonsistent waren, die dann eben nachbereitet haben werden müssen. Die Aktie war kurzzeitig sehr, sehr heiß. Und wir hatten in dem Zusammenhang hier einen scharfen Drop eben tatsächlich unter auch die 20er-Marke zum Thema gemacht. Hat kurzzeitig stattgefunden. Wir haben uns dann relativ zügig erholen können. Und gestern gab es eine News, die über den Ticker lief. Die Aktie hat erstmal super heiß werden lassen. Und die auch insgesamt erstaunlicherweise, obwohl die vielleicht eingepreist waren. Also mir ist so, als wenn die News nicht wirklich neu war. Ich habe das jetzt nicht genau nachbetrachtet, aber gestern lief über den Ticker. Ich will das mal ganz kurz hier zeigen. Das ist einmal die Discord-Community. Ich mache mal ganz kurz Folgendes für alle diejenigen, welchen die hier mitschreiben und diskutieren wollen. Kopieren. So. Einen Moment. Discord. Discord. So. Habe ich gestern Folgendes geschrieben. Plug dürfte heute auch heiß sein. Also neben CCJ, das war die Aktie, die wir gestern schon im Morning Meeting hier Cameco zum Thema gemacht hatten. Bereits jetzt knapp 1,7 Millionen Stücke gehandelt. Durchschnittlich gehen hier 17 Millionen Stücke pro Tag um. Also das heißt, zu dem Zeitpunkt, als ich diesen Post abgesetzt habe, das war um, ich gucke mal kurz, steht da ein Zeitstempel. Ja, 14:09 Uhr. Also kurz nach 2. Hatten bereits ein sogenanntes vorbörsliches Handelsvolumen, Pre-Market-Volumen von mehr als 10%. Und Hauptgrund war hier diese News, die über den Ticker lief. Und zwar Plug Power kooperiert mit Airbus bei einer wegweisenden Studie zur Dekarbonisierung des Flugverkehrs und des Flughafenbetriebs mit grünem Wasserstoff. Also Stichwort, wie gesagt, Brennstoffzellenhersteller an dieser Stelle. Also das heißt, diese News ist da durchaus in der Lage, einiges an Volatilität zu begünstigen. Airbus jüngst ja auch in den DAX aufgestiegen. Also das ist durchaus ja das europäische Pendant hier an dieser Stelle zu Boeing.
Also das ist eine ziemlich, vielleicht sogar wegweisende Kooperation, die sich hier abzeichnet. Und dann gab es ergänzend dazu, gab es noch ein Upgrade einer Tier 1 Investmentbank, nämlich Morgan Stanley. Morgan Stanley hat ein Preisziel von $40 ausgegeben. Das ist deswegen relevant, weil Morgan Stanley an dieser Stelle natürlich durchaus richtungsweisend ist, auch für andere Analystenhäuser an dieser Stelle. Und infolgedessen natürlich auch durch die jeweiligen Upgrades davon auszugehen ist, dass entsprechend Portfolio-Manager dann in den jeweiligen Bereichen entsprechend eben aufstocken oder nachladen, in Anführungsstrichen, bei solchen vielversprechenden Unternehmen oder Wachstumsunternehmen wie eben Plug Power an der Stelle, dass dadurch natürlich Nachfrage in den Markt kommt. Und also es gab ein Gap-Up von mehr als 7%. In dem Zusammenhang hier ist der Chart noch da und wir sehen an dieser Stelle, wir haben sogar oberhalb von 31 aufgemacht und konnten dann hier die 31 nicht nur halten, sondern wir haben sogar die 32 halten können, hier diesen Bereich. Also es war eine relativ volatile Markteröffnung an dieser Stelle, aber die 32 hat deutlich gehalten werden können. Ich muss mal ganz kurz vielleicht auch hier das Volumen reinholen. So. Klick und Klick. Wir haben überhaupt halten können. Wir haben das Gap halten können. Und das war echt stark. Also was Plug hier gestern hingelegt hat, das war wirklich, wirklich stark. Und nicht nur, dass es stark war, sondern wir haben eben ergänzend hierzu im Bereich der Tageshochs geschlossen. Wir sehen auch jetzt in der Vorbörse übrigens, ich gucke mal ganz kurz, einen Augenblick, ich gucke mal ganz kurz. Könnt natürlich auch über meine gehen, aber ich zeige euch mal einen Weg, wie ihr euch das auch anzeigen lassen könnt. Und zwar Benzinga.com, hier Markets und dann Pre-Market. Dann haben wir hier Gainer beziehungsweise dann die Loser, da sieht man übrigens auch DATS, auf die kommen wir gleich zu sprechen. Ich guck mal ganz kurz, steht die jetzt noch hier drin? Nee, es ist schon rausgelaufen. War gerade allerdings auf jeden Fall schon zu sehen, also mit über 20.000 gehandelten Stücken schon in den ersten Minuten. Das ist natürlich noch überhaupt nicht aussagekräftig. Dann gucken wir mal ganz kurz hier rein. So. Da kann man es schon erkennen. Ja, der Hauptgrund, warum jetzt, ist zwar aktiver gehandelt, aber der Hauptgrund, warum die Aktie da nicht auftaucht, ist, weil hier das Gap jetzt geschlossen wurde. Wir sind hier in diesem Bereich um 35 eröffnet worden, driften jetzt ein bisschen tiefer, schließen also diese oder laufen in den Bereich der vorbörslichen, Entschuldigung, nachbörslichen sind es gestern, blau ist hier die nachbörslichen Hochs. Und wir haben dadurch eine schöne Inflection, ehrlich gesagt. Also wir müssen natürlich jetzt erstmal abwarten, aber alles in allem sind die Kriterien erfüllt für ein sogenanntes Second Day Play, so wie gestern auch in CCJ. Also wir haben gestern eine ATR gesehen, die der Markt gelaufen ist. Also ganz kurz, wir sind im Tief gehandelt worden hier bei der Aktie bei 31,79. Dann im Hoch gehandelt worden, ich gucke mal ganz kurz, das waren sogar die letzten, hier so ungefähr. Ja, 33,65. Also das sind 1, was haben wir jetzt? 1,68, 1,67, was waren es genau? Ne, mehr sogar, 1, ach, Verzeihung, 1,86, 1,87, die wir gelaufen sind. ATR in dieser Aktie haben wir hier, können wir uns auf Finviz angucken, könnten wir uns aber auch hier mit der 22er ATR eben anschauen, haben wir bei 1,51 $, 1,52 $. Das bedeutet also, wir haben eine Bewegung gestern gesehen, eine Handelsspanne von Größe einer ATR für die letzten 22 Handelstage, haben im Bereich der Tageshochs geschlossen. Also wir wollen gesehen, dass der Tagesschluss spätestens 25% unterhalb der Handelsspanne eben zum Erliegen kommt. Ja, also das heißt, wenn wir einen Tagesschluss jetzt zu sehen bekommen, aber wir sehen eine ATR von 1,51 an dieser Stelle, beziehungsweise gestern einen Move von 1,86, dann würden wir von 1,86 25% rechnen, da sind wir bei 46 Cent und dann wollen wir sehen, dass wir maximal 46, 47 Cent unterhalb der Tageshochs schließen. Das würde weiterhin darauf hindeuten, so als quantitative Grundlage, dass wir eben fortwährend über den gesamten Handelstag Nachfrage gesehen haben, dass diese News eben auch entsprechend seitens des institutionellen Handels verwendet wurde und eben dazu geführt hat, dass man eben hier die Nachfrage gesehen hat, die dann fortwährend über den Tag eben gegeben war. Und was natürlich noch erwähnenswert ist in dieser Konstellation, wir wollen natürlich auch sehen, dass das täglich gehandelte Volumen deutlich oder das gestern gehandelte Volumen deutlich oberhalb des durchschnittlichen lag. Und das lag definitiv drüber. Wir haben gestern 85 Millionen Stücke und mehr gehandelt gesehen. Das hat dem Fünffachen nahezu des durchschnittlich gehandelten Volumens entsprochen. Also richtig viel Volumen, richtig starke Bewegung auf der Oberseite. Gap konnte gehalten werden. Schluss am Bereich Tageshoch
Also das ist ein durchaus ernstzunehmender Kandidat heute für ein Second Day Play. Und ja, also das bedeutet trading-technisch nichts anderes, als dass wir eben hier die 34 als sogenannte Inflection heranziehen werden. Also wir eröffnen aktuell ja wieder mit einem Gap oberhalb, wie wir es hier eben auch entsprechend schon erkennen können. Wenn wir diesen Bereich halten können, also auch diese Trendlinie, die sich jetzt hier herauskristallisiert hat und somit die 34er-Region, dann ist das durchaus ein Kandidat, der heute in Richtung und auch über die 35 laufen kann, Potenzial sogar bis 36 hat, also sich für so ein Second Day Play durchaus attraktiv anbietet. Also die Aktie, die werden wir heute auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Sollten wir unter diesen Bereich fallen, das wäre natürlich alles andere als optimal, aber wir haben in diesem Bereich hier, das kann man hier sehen, das war so eine Konsolidierungszone, die wir dann leicht nach oben haben verlassen können, also rausdrifteten in den Schluss hinein. Dieser Bereich hier, das liegt zwischen 33 bis 33,50. Das wäre jetzt nicht unbedingt ein Bereich, gegen den ich sofort aggressiv long sein wollte. Aber wenn es hier gelingt, sich zu stabilisieren, also wenn ich dann auf dem Tape erkennen würde, dass eben hier Käufer reinkommen in diesem Bereich und dann auch hier, das ist das durchschnittlich gestern gehandelte Volumen, Entschuldigung, der durchschnittliche, der Volume Weighted Average Preis, der durchschnittliche bzw. der volumengewichtete Durchschnittspreis an der Stelle. Er verläuft ungefähr um 33. Also wenn wir den 33 bis 33,50er Bereich halten können, beziehungsweise gegen die Nachfrage in den Markt kommt, und wir dann eben hier mit kleinem Risiko Stop lege knapp unterhalb der 33, weil unter 33 willst du nicht mehr long sein, kommst du hier in einen Trade eventuell rein, bei dem du auch relativ klar weißt, was du eigentlich sehen willst. Du willst nämlich sehen, dass wir aus diesem Bereich zügig in Richtung und über die 34er Marke laufen und auch oberhalb gehalten werden können, also dass dann entsprechend Käufer oberhalb der 34 reinkommen. Wenn das ausbleibt, hast du hier aus diesem Bereich einen guten Grund, gegen diesen Bereich die Position rauszunehmen, beziehungsweise einen Stop auf Break-Even zu ziehen, einfach darauf zu hoffen, in Anführungsstrichen, dass wir diese 34 zurückerobern. Und wenn die nicht zurückerobert wird, dann soll es das einfach nicht gewesen sein für ein Second Day Play. Also, das ist auch eine Konstellation. Das wäre jetzt nicht das günstigste Szenario. Das günstigste wäre wirklich, wenn wir hier diese Trendlinie halten können, die 34 halten können. Sollten wir die aber droppen, dann haben wir dennoch noch eine Möglichkeit gegen die 33, 33,50er-Region in diesem Bereich. Sollten wir da Käufer gegenlaufen sehen, mit einem klaren Risiko, gegen das wir ausgehen, von welchem wir uns positionieren können. Stop knapp unterhalb der 33. Dass wir dann sagen können, den Trade nehmen wir von hier in Erwartung, dass die 34 zurückerobert wird. Und wenn das nicht gelingt, dann sind wir im Grunde genommen einfach raus aus dem Spiel. Verzeihung. Ja, also das zu Plug Power, durchaus ein interessantes Spiel. Martin fragt gerade nach Lufthansa. Zu Lufthansa keine Einschätzung. Wir können gleich einen Blick drauf werfen. Allerdings, ich habe gestern deine Frage gesehen und dann zu meiner Schande festgestellt, dass ich sie nicht beantwortet habe, und das will ich heute nachholen. Du hattest nämlich eine Frage zu Alibaba gestellt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Da will ich einen ganz kurzen Blick drauf werfen. Also Baba ist weiterhin potenziell heiß. Aktuell hat ja massive Abschläge gesehen, in der Zwischenzeit auf über 140 verkauft worden, und dann gab es einen sehr, sehr scharfen Bounce, der uns zurückgeführt hat bis in Richtung der 170er-Gefilde. Und was jetzt in dieser Konstellation eben interessant anmutet, ist, dass wir einerseits zwar uns die Frage stellen, sind wir vielleicht jetzt nach unten fertig, nach all den Unsicherheiten, die wir rund um chinesische Titel eben durch den, nennen wir ihn mal, Regulierungswahn seitens der chinesischen Regierung zu sehen bekommen haben. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher, ehrlich gesagt. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir kurzfristig zwar weiter bullisches Potenzial hier in der Aktie haben und dass wir mit Eroberung der 170er-Marke, sofern das gelingt, und solange wir uns auch hier oberhalb des Bereiches um, was ist ungefähr 167, vielleicht 166 halten können, diese Region. Also gestern war ein verhältnismäßig starker Lauf wieder, der da stattgefunden hat. Nee, gestern, Verzeihung, stimmt gar nicht. Doch, gestern. Gestern war der 13. Genau. Dass wir, solange wir uns oberhalb hier von 167, 166 vielleicht ein bisschen großzügiger halten können, Potenzial haben, nochmal eine ernsthafte Attacke auf die 170 zu sehen zu bekommen, mit Break höher, der uns dann in Richtung der 180er-Region führt. Ich bin mir allerdings nicht so sicher, ob das hier dann nicht eventuell schon eine sehr, sehr starke, überdehnte Bewegung ist, die wir eher faden sollten, wo wir durchaus erwarten dürfen, dass wir gegen die 180 eher abprallen und eher nochmal einen Rücksetzer in Richtung der 160er-Gefilde zu sehen bekommen. Also kurzfristig, wie gesagt,
auf der Unterseite 166, 167, 166 von Interesse. Wenn wir die halten können, ist eine Attacke auf und auch Break über die 170 durchaus denkbar. Das könnte dann nochmal ein kurzfristig interessanter Trade-Gedanke sein, der uns bis in Gefilde um 100 oder higher 170s führt, also das heißt Bereich 175 bis 180. Das könnte Chance-Risiko-Verhältnis technisch ganz interessant werden. Aber ich würde jetzt ausgehend von dieser sehr scharfen Gegenbewegung dann in diesem Bereich um 180 beginnen, aggressiver mit meinem Stop zu werden. Also wenn ich in diese Gefilde eben entsprechend den Trade vorstoßen sehen würde. Ja, hoffe, dass das die Frage von gestern noch mal beantwortet, wie ich da die aktuelle Entwicklung einschätze. So, blicken wir einmal auf Gold. So. Beziehungsweise wir ziehen mal den Chart hier ein bisschen zusammen. 57 hat gehalten werden können. Erstes positives Signal. 87 hat zurückerobert werden können. Zweites positives Signal. Und jetzt mal schauen, wie es weitergeht, aber das sieht grundsätzlich vielversprechend aus. Also scheint durchaus im Bereich des Möglichen zu sein, dass wir da zeitnah nochmal eine Attacke auf diesen Schlüsselbereich zu sehen bekommen, um 1830 US-Dollar pro Feinunze. Also das heißt, dieser rotfarbene Bereich hier entsprechend angelaufen wird. Wir sind jetzt erstmal zurück in neutrale Gefilde gelaufen. Also bis hierhin war es zunächst einmal so, also alles unterhalb von 1780, da bestand realistisch die Chance und die Gefahr, dass wir nochmal nicht nur eine Attacke auf, sondern auch einen Bruch unter die 1750 zu sehen bekommen, dann mit weiterem Abschlagspotenzial Richtung 1720 und dann darunter Richtung der 1680er Region und somit der Region um die Jahrestiefs. Diese Reaktion gestern hier auf die anziehenden Inflationszahlen ist definitiv positiv zu werten. Jetzt wird man natürlich an der Stelle sagen, naja, das ist auch zu erwarten, denn Gold ist ja ein klassischer Inflationshedge. Das stimmt nicht ganz. Also ich weiß, was damit gesagt werden soll, aber die eigentliche Aussage ist, dass man mit Gold sich gegen eine zunehmend negative Realverzinsung hedgt. Das bedeutet also etwas anders formuliert. Wenn die Inflationszahlen ansteigen, aber zeitgleich die Zinsen, in dem Fall 10-jähriger US-Schuldtitel, stärker steigen, ist davon auszugehen, dass Gold infolgedessen fällt, weil nämlich die Realverzinsung positiver wird. Das bedeutet etwas anders formuliert, wenn du eine anziehende Inflation siehst, dann willst du zeitgleich sehen, dass der Zins auch überrollt, zum Beispiel durch sich breitmachende Sorgen hinsichtlich eines dunkleren wirtschaftlichen Ausblicks beispielsweise, dass dann in dieser Konstellation entsprechend die sogenannte Realverzinsung, wo ich nämlich die Inflation minus der 10-jährigen Zinsen rechne, dass diese negativer wird. Und sobald diese negativer wird, und das ist das, was hier stattgefunden hat, ich will das auch nochmal kurz zeigen, da gibt es auch die Möglichkeit, Pre-Market Move, obwohl das ist wertvoll, machen wir den mal weg. Real Yield Fat. So, auf dieser Seite sind wir auch schon häufiger gewesen. Daily Treasury Real Yield Curve Rates. Current Month, genau, 14. gestern, lagen wir bei 10 Jahre minus 0,96. Am Tag davor bei minus 0,9. Also hier sehen wir die Differenz, wenn auch marginal, aber 6 Basispunkte negativere Realverzinsung. Das bedeutet also etwas anders formuliert, dieser Push, den wir zu sehen bekommen haben, hier in Gold, ist tatsächlich hauptsächlich zinsgetrieben gewesen. Also 10-jährige Zinsen, die dieses Überrollen fabriziert haben. Und ja, demnach sind wir jetzt wieder auf dem Weg in Richtung der 1800er Region. In neutrale Gefilde gelaufen und die Frage der Fragen ist, gelingt es eben hier diesen Bereich um 1810 zu erobern? Falls ja, dann wäre darüber der Weg geebnet in Richtung der 1830, 835er Region und das ist ein Key-Level, auch ein übergeordnetes, ein sogenanntes Key-Schlüssel-Level an der Stelle. Sobald wir diesen Bereich rausnehmen, wären wir in Anführungsstrichen off the races und dürften uns auf ein sehr, sehr goldiges viertes Quartal einstellen, mit durchaus Potenzial, uns nochmal in Richtung der 1900 zu führen, beziehungsweise auch darüber hinaus eben den Bereich anlaufen, um dann die Jahreshochs 1950, 1960 US-Dollar pro Feinunze. Was mir natürlich da in dem Zusammenhang jetzt gar nicht gefällt, ist, dass ich in diese kleine, spikige Action hier auf der Unterseite, dass ich da fast punktgenau ausgestoppt worden bin, nur um jetzt diesen Run zu sehen und die Konsolidierung oberhalb der Hochs. Machen wir es Trader-like, Mund abwischen, Staub abklopfen, weitermachen und ein Setup formulieren, welches jetzt hier an dieser Stelle sich dann eventuell eignet.
Also wenn ich mir diese Entwicklung jetzt hier anschaue, den Lauf gegen diesen Bereich, das ist auch durchaus eine stärkere Widerstandsregion. 23,40, 23,50. Ich bin grundsätzlich, also man sieht, gerade eben hat man das schon zwischen den Zeilen, glaube ich, mithören können. Wenn ich für Gold ein derart bullisches Szenario skizziere, dann bin ich auch für Silber gemeinhin bullisch. Tatsächlich würde ich jetzt gerne aus der Perspektive nochmal den Gedanken aufgreifen, den ich schon vor vielen, vielen Monaten mal sagte, dass ich glaube, dass Silber ein potenzielles Outperformance-Potenzial eben tatsächlich sieht. Und jetzt ist die Sache die, also ich habe jetzt zwar grundsätzlich ein stagflationäres Umfeld, hatte ich skizziert gehabt, und das ist eigentlich etwas, wo ich sage, Silber ist ja nicht nur ein klassisches Edelmetall, sondern auch ein Industriemetall. Und an der Stelle ist es natürlich so, wenn ich jetzt ein stagnierendes Wirtschaftswachstum skizziere, dann ist das doch eigentlich ein Umfeld, in dem ich Silber nicht so stark performen sehen würde. Das ist richtig, aber was ich an der Stelle natürlich hier mit einführen oder einfließen lassen wollen würde, ist der Umstand, wir haben einfach mal eine massive Unterbrechung der Lieferketten, Angebotsengpässe im Metallbereich grundsätzlich. Also das bedeutet, selbst wenn die Wirtschaft sich stagnierend präsentiert, wird dennoch das Angebot bei weitem die Nachfrage unterschreiten. Zwar nicht ganz so stark wie in einem boomenden Umfeld eventuell, aber nichtsdestotrotz ausreichend stark, dass es eben hier zu Nachfrageüberhängen kommt, die eben bullisch für Silber sind aus der Perspektive. Also das bedeutet etwas anders formuliert, hier hat Silber realistisch durchaus einiges an Outperformance-Potenzial. Und so, also das bedeutet, jetzt hat es hier nicht ganz sein sollen. Das Ziel auf der Oberseite ist die 1,24er-Region. Das war das projizierte Kursziel, was ich hier hatte, ausgehend von der Überlegung, dass ich sage, ich nehme einfach die Nackenlinie in Blau, setze hier das Hoch und das Tief an und habe dann dementsprechend. Ist übrigens nicht ganz richtig, ist ein bisschen zu tief. So. Vielleicht sogar noch ein Stück weit höher. Wo hatten wir so aufge. Ich glaube hier, ne? Das war so 22,50, so Pi mal Daumen. So, dann hatten wir als projiziertes Kursziel, hatten wir die 24er Region. Das ist so der Bereich auf der Oberseite. Vielleicht sogar noch ein Stück weit höher. Also, wir hatten hier sogar, glaube ich, die 80er Region. Ich passe das alles mal hier an. So, das war die Nackenlinie. So. So. Also die 24, das war auf jeden Fall ein anzuvisierendes Ziel. Ungefähr diesen Bereich, erinnert euch dran. Ich hatte das letzte Woche, glaube ich, am Mittwoch, hatte ich das hier genau ausgeziert gehabt. Das ist ein durchaus anzuvisierendes Ziel. Zunächst ein projiziertes Kursziel. Und naja, nur mehr, jetzt stellt sich mir halt die Frage, wie könnte ich das eben tradingtechnisch am besten umsetzen? Und mein derzeit favorisiertes Szenario geht wahrscheinlich in diese Richtung. Müsste man natürlich schauen, ob sich das dann so ausgeht, aber dass wir eben hier in diesem Bereich um die 23,50 Widerstand finden, Rücksetzer zu sehen bekommen, nochmal in Richtung der 23er Region, die halten können und dann entsprechend eben uns zunächst long positionieren, mit dem Ziel, dass es dann zum Lauf in Richtung der 24 kommt, beziehungsweise sogar übergeordnet, dass dann an dieser Konstellation sogar diese übergeordnete Trendlinie hier, also diese türkisfarbene, dass die gebrochen wird, die dann weiteres Aufwärtspotenzial zunächst bis 25 und dann darüber hinaus bis sogar 26 Dollar und so weiter eben freisetzt. Und ein solches Szenario hier, ein solches Szenario würde ich an der Stelle absichern mit einem Stop allerspätestens wahrscheinlich im Bereich um die 50. Also das heißt, wenn ich es schaffe, hier gegen diesen Bereich 22,90, 23 Long reinzukommen in den Trade, hätte ich einen Stop unterhalb von 22,50, wäre also bei roundabout 40 Cent Risk, ja, 40, 50 Cent Risk. Zack. So, ich mache mal 0,5. Gehe auf der Oberseite eben, wie gesagt, auf die 24, dass aus diesen Gefilden dann an dieser Stelle, also wenn das 50 Cent sind, schon mal ein CAV von 2 zu 1. Wenn ich sogar höher gehe, mit Bruch der Trendlinie und sogar die 25 anvisiere, dann sieht man natürlich, dass 4 zu 1, 5 zu 1, 6 zu 1 sind durchaus attraktive Chance-Risiko-Verhältnisse hier. Und solch eine Bewegung, die könnte auch wirklich sich scharf beschleunigen, sollte eben einerseits der Inflationsdruck weiter auf dem aktuellen Niveau konsolidieren und zeitgleich durch was auch immer getriggert, ein Risk-Off in den Markt kommen, also eine Risikoaversion seitens der Marktteilnehmer, die dann eben zum Beispiel sichere Häfen wie zum Beispiel US Treasuries, also US-Schuldtitel, ansteuern, beziehungsweise parallel dazu die Fed vielleicht sogar zwingen, in irgendeiner Form geldpolitisch
aktiver zu bleiben als das, was der Markt gerade erwartet, im Hinblick auf die jetzt sich etablierte sogenannte Taper-Spekulation. Ja, und was könnte das sein? Ich hatte das gerade in diesem Zusammenhang hier schon angerissen, ehrlich gesprochen. Also Euro-US-Dollar übrigens zurück über die 1,16 gelaufen. Ja, das vielleicht noch ganz kurz hier. Das ist eine Entwicklung, die ganz deutlich unterstreicht, dass die Bewegung, die wir hier gesehen haben, hauptsächlich zinsgetrieben war. Und dass wir jetzt durch die anziehende Inflation, oder beziehungsweise nicht anziehende Inflation, sondern auf hohem Niveau konsolidieren, und gleichzeitiges Überrollen der Zinsen eben hier jetzt aktuell den US-Dollar abgestoßen sehen. Und dann infolgedessen eben hier, wir können sehen, gestern 13. Oktober, das war hier, das war die, das war der Inflationsprint, da gibt es einen kurzen Flush und anschließend sehen wir dann eben ein Reversal, in Anführungsstrichen, welches Hand in Hand geht jetzt mit zeitgleichen Aufschlägen, also US-Dollar unter Druck, zeitgleichen Aufschlägen in Gold eben und dann hier die Bewegung in Euro-US-Dollar zurück über die 1,16 nach sich zieht, wo wir allerdings jetzt mal abwarten müssen, ob es gelingt, hier diesen Bereich 16,30 eben rauszunehmen. Sonst könnte ich mir vorstellen, sehen wir zwischen 16,50 nach oben und 1,15 nach unten. Jetzt vielleicht in den kommenden Monaten eher, kommenden Wochen jedenfalls. In Monaten mal gucken, aber hier sehen wir eventuell ein entsprechendes Seitwärtsgependel. Also das heißt, das ist nicht ganz so ein interessantes Umfeld eigentlich, wie jenes, welches wir in Edelmetall sehen. Deswegen würde mein Fokus, wenn ich jetzt hier den US-Dollar spielen wollte, ganz klar auf Gold oder Silber fallen und dann eben negativ korreliert zum US-Dollar. Aber wir wollten einen Blick mal kurz hier auf Bitcoin, beziehungsweise einige Kommentare seitens diverser Notenbanker werfen. Also, und zwar, hier ist erstmal der Tweet von gerade eben, Stichwort Kleptokratie und dergleichen. Also, BOE, Bank of England, bans MPC Members, also Monetary Policy Community Members, Committee, verzeihen, nicht Community, Committee, members from having private meetings with bankers. Also die Bank of England untersagt jetzt seinen stimmberechtigten Mitgliedern, private Treffen eben mit Bankern zu haben. Dass das überhaupt notwendig ist, dass man es offiziell verkündet, zeigt ja schon, wie rigged das Spiel einfach ist. Also mit doppeltem Boden in Anführungsstrichen oder beziehungsweise wie korrumpiert das gesamte System eben tatsächlich ist. Jetzt, das sind kontinuierlich reinkommende News, die zeigen, dass dort massiv gerüttelt wird an den sich etablierten Machtstrukturen und dass die Privilegien diverser Politiker, Geldpolitiker, Zentralbanker und dergleichen eben begonnen werden, kritisch hinterfragt zu werden. Und das, also wie gesagt, das ist eigentlich jetzt nur die Spitze des Eisberges. Das ist eigentlich jetzt keinerlei tieferer Diskussion eigentlich wert. Wir haben in diesem Zusammenhang ja schon seit geraumer Zeit die Diskussion hinsichtlich eben der Insidergeschäfte seitens der Fed-Mitglieder beispielsweise zum Thema gemacht. Gestern sagte jemand, ich müsste mal kurz gucken, ob ich den noch finde, den Tweet. Das ist übrigens etwas, das ist sehr interessant. Also wenn man sich da so ein bisschen einliest, ich muss mal kurz gucken, das ist so eine Art Parodie-Account. Ja, der ist gut. Der ist gut. Der Nancy Tracker. Der Nancy Tracker ist cool. Also wer bei Twitter ist, dem empfehle ich den Nancy Tracker. So, Nancy Pelosi und ihr Mann ganz besonders sind ja dadurch in die Schlagzeilen geraten, dass die ja einiges an Insider-Transaktionen getätigt haben in entsprechenden Tech-Stocks und dergleichen. Und na gut, also das ist einfach der Gedanke, der dahinter steckt. Und was dieser Account jetzt tatsächlich macht, das ist nicht nur, dass er sich darüber amüsiert, über diese Machenschaften im Hintergrund und eben mit welcher Doppelzüngigkeit, Doppelmoral, Verlogenheit hier dann seitens der Politik, die ja angeblich sich im Dienste des Volkes eben wiederfindet und im Endeffekt eigentlich nichts weiter tut, als sich die Taschen voll zu machen, ausgehend von seiner privilegierten Stellung, was man übrigens gemeinhin als Kleptokratie bezeichnet, ja. Sondern in dem Fall ist es eben dann so, dass wir, oder beziehungsweise ja, vielleicht weniger hart könnte man vielleicht von Plutokratie noch sprechen, okay. Aber unabhängig davon, also und zwar sind da einige sehr, sehr interessante Aspekte, die da zum Thema gemacht werden. Zum Beispiel gestern. Und zwar im Zusammenhang mit BlackRock. Jetzt mal ganz kurz gucken, wo sind sie denn hier? 12. Ein Moment. Source.
BlackRock Chief Executive Larry Fink. Larry Fink oder BlackRock hat gestern Zahlen vorgelegt. So in dem Zusammenhang ist das nämlich dann hier zum Thema geworden. Und jetzt gucken wir mal ganz kurz. BlackRock ist nämlich dahingehend sehr brisant, weil BlackRock einer derjenigen welchen Vehikel ist, welche seitens der Fed genutzt wird, um beispielsweise Bonds in jeweiligen Segmenten zu kaufen, zu akquirieren über deren Kanäle. Und was natürlich ein massiver, ja, ihr seht, hier, there we go. Das war der Post. Und zwar in Bezug auf Fed Chairman Powell. Also, hier steht, Jerome Powell has a net worth upwards of 55 Millionen. Also Jay Powell hat mehr als 55 Millionen an Privatvermögen und 11,6 Millionen, also das sind ja öffentlich einsehbare Zahlen, sind eben mit BlackRock investiert. Und BlackRock is managing the purchase of Fed's bond buying program that keeps interest rates low, drives inflation and enriches 1%. This is a major Conflict of Interest. Also, BlackRock, wie gerade eben gesagt, ist eben ein ganz wichtiger Baustein im Hinblick auf das Anleiheaufkaufprogramm seitens der Fed. BlackRock wird hier in Anführungsstrichen genutzt, um diese Anleiheaufkäufe weiter aufrechtzuerhalten oder durchzuführen, eben als Vehikel eben. Und wenn man jetzt eben als Fed Chairman an der Stelle einen Großteil seines privaten Vermögens eben in BlackRock investiert hat, dann ist das natürlich offensichtlich ein potenzieller Interessenskonflikt. Ja? Also das sind so Informationen, die jetzt kontinuierlich mehr und mehr an die Oberfläche drängen, beziehungsweise die eigentlich schon lange Zeit bekannt sind, aber bis dato ihren Weg in die Mainstream-Medien nicht geschafft haben. Also sie wurden nicht groß zum Thema gemacht. Aber man kann schon merken, dass da sich fortwährender Druck aufbaut. Und ich mache das deswegen zum Thema, weil das früher oder später auch potenzielle Auswirkungen auf dann entsprechende Entscheidungen an den Finanzmärkten hat. Stichwort, dass eben versucht, das in Anführungsstrichen Establishment versucht, seine Position zu schützen bzw. aufrechtzuerhalten, seine Machtposition in diesem Zusammenhang. Und nunmehr ist es dann eben so, dass wir hier in dieser Konstellation ganz besonders zum Beispiel, Stichwort Transparenz, auch kontinuierlich, neben natürlich auch den Möglichkeiten, hier Macht auszuüben, beziehungsweise den Machtverlust sich abzeichnen zu sehen zunächst einmal und dann eventuell seine Position anderweitig irgendwie aufzubauen, Stichwort Kryptowährung beispielsweise, und dann in diesem Zusammenhang ein CBDC, also ein Central Bank Digital Currency, also eine Zentralbank digitalisierte Währung auf den Weg zu bringen, die eben keinerlei Konkurrenz wünscht, wie beispielsweise Bitcoin oder eben ein wirklich transparentes, demokratisches Finanz- oder nicht Finanzvehikel, sondern eine, ja, Währung, Anführungsstrichen, eine Kryptowährung an der Stelle, die in direkter Konkurrenz dazu steht. Und jetzt ist der Witz, Witz in Anführungsstrichen folgender. Da muss, also, das sind rein spekulative Gedanken, aber durchaus welche, die notwendig sind. Jetzt erinnern wir uns kurz, wie wir drauf gekommen sind. Ich hatte hier darauf verwiesen, dass ich sagte, ich sehe die Gefahr für ein Risk-Off durchaus gegeben. Und durch was könnte das getriggert werden? Nun, wenn ich mir die aktuellen Entwicklungen anschaue, zum Beispiel das Streben nach dieser CBDC, also diese Central Bank Digital Currency, seitens der Notenbanken rund um den Globus, die fortwährend darauf hinarbeiten, eine Digitalisierung unseres Zahlungsverkehrs, und zwar vollständige Digitalisierung herbeizuführen, dann braucht es natürlich an dieser Stelle auch irgendwie ein, in Anführungsstrichen, Erdbeben, so nennen wir es mal, welches das eben triggert. Und da gibt es dann solche Äußerungen, auch von der Bank of England gestern zum Beispiel. BOE says crypto growth could create a systemic risk. Also das aktuelle Wachstum, welches wir im Kryptobereich sehen, Kapitalzuflüsse in Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum und so weiter. Die könnten durchaus zu einem systemischen Risiko führen. Und was die Bank of England hier an dieser Stelle macht, ist, dass sie darauf verweist, dass der Kryptomarkt, in Anführungsstrichen, oder die Kryptoassets, dass die aktuell einen Gegenwert haben von 2,3 Billionen US-Dollar. Und nur um das mal ganz kurz hier einzuordnen, 2,3 Billionen US-Dollar, das ist ungefähr die doppelte Größe dessen, was der Subprime-Markt hier in 2008 kurz vorm Platzen und der entsprechenden dann Verwerfungen an Größe eben tatsächlich hatte. Sprich, anders formuliert, jetzt schließen wir den Kreis, wenn ich hier Krypto verteufeln will und wenn ich hier Krypto im Endeffekt massiv regulieren will und dieser dann transparenten und auch demokratischen Aspekte beschneiden möchte, beziehungsweise eine
dieser Asset Klasse einen derartigen Schaden zufügen möchte, dass das Vertrauen in diese massiv unterminiert wird und die Leute eher dann in Richtung der von den Zentralbanken implementierten oder auf den Weg gebrachten Central Bank Digital Currencies gehen, also dieser CBDC, die eben überall lanciert wird, naja, dann besteht durchaus mal die Überlegung, dass man zu der Überlegung kommt, dass man sagt, eventuell wird vielleicht an der einen oder anderen Stelle hier ein massiver Pop auf den Weg gebracht. Dieser Crypto Asset Bubble, die so derart starke finanzielle oder Verwerfung an den Finanzmärkten nach sich zieht, die dann eben dazu führen, dass dieser Tsunami sich beginnt, über eben den Markt zu ergießen. Und das ist durchaus ein Gedanke, den sollte man im Hinterkopf halten. Also nicht, dass ich jetzt davon ausgehe, dass man hier ganz bewusst seitens der Notenbanken rund um den Globus oder irgendwelche Verschwörungen sich da zusammentun und es dann zu einem Crash des Kryptomarktes kommt. Aber es ist durchaus etwas, was man als Risiko im Hinterkopf haben sollte, vor dem Hintergrund der Größe des Kryptomarktes, auf die er angewachsen ist und ausgehend von den aktuellen Entwicklungen, die wir an allen Ecken erkennen können. Wie gesagt, politisch, gesellschaftlicher Druck, Unmut, der sich beginnt aufzubauen, soziale Verwerfungen, die sich eben durch das Auseinanderdriften der Schere zwischen Arm und Reich eben weiter zeigen und dergleichen. Es kann durchaus sein, dass als Reaktion, um seine Position zu stärken oder beziehungsweise zu erhalten, die man eben hat und ausgehend von welcher sich dann die Herrschaften Politiker offensichtlich ziemlich bereichern, dass man dort eventuell sehr, sehr brutale Daumenschrauben eventuell ansetzt, um dann hier diesen Machterhalt voranzutreiben, beziehungsweise andere Assetklassen, die eventuell eine Flucht aus diesem uns bekannten Finanzsystem, an dem sich eben aktuell einige Herrschaften bereichern, eben um dort dem den Hahn zuzudrehen. Ja, das ist durchaus eine ernstzunehmende Gefahr, die man im Hinterkopf behalten sollte, die ich denke auch grundsätzlich aber auch spannend ist. Also neben jetzt den Möglichkeiten, die sich daraus skizzieren lassen, gibt es auch hier unglaubliche Möglichkeiten, einfach gesamtwirtschaftliche und oder auch politische Zusammenhänge zu erkennen, die im derzeitigen Umfeld, glaube ich, sehr wichtig sind, dass man sich diese immer wieder ins Gedächtnis ruft und dass man sich darüber Gedanken macht. Wie sind die Funktionsweisen? Was ist der Vorteil einer Krypto-Währung, der Blockchain-Technologie, Smart Contracts und dergleichen? Stichwort Transparenz, wirkliche Demokratisierung und dergleichen des Finanzsystems. Also das ist durchaus etwas, was wie gesagt dann solche Headlines hier in diesem Zusammenhang, solche News, die da seitens der Bank of England kommuniziert worden sind, bei mir eben getriggert werden. So, das kurz zum finalen, zum Ausklang des Morning Meetings. Also DAX weiter auf der Oberseite, Longseite zu favorisieren, 470, 500 das Ziel auf der Oberseite. Gold 1800, Rückeroberung 1810, ebnet den Weg Richtung 835. Silber, mal schauen, ob es den Retest eben mit Überrollen zunächst einmal der 2350er Region nochmal Retest der 23 gibt. Und Plug, habt das auf jeden Fall auf dem Schirm, könnte ein super attraktives Play eben heute werden, Second Day Play. Zweite Möglichkeit übrigens, habe ich noch gar nicht zum Thema gemacht. Was wäre denn jetzt, wenn wir einen kurzen bullischen Drive sehen? Aber dann im Bereich um 36 scheitern, dann könnte es interessant werden, dann könnten wir nämlich auch ein Bounce-Play, Chance-Risiko-Verhältnis technisch attraktiv vielleicht überlegen. Dazu aber dann innerhalb der Discord-Community in den folgenden Minuten, Querstrich, zwei Stunden und wahrscheinlich mehr meinerseits. So, ja, das wäre es meinerseits gewesen. Also, happy trading, passt auf eure Stops auf, abonniert gerne den Kanal, falls ihr es nicht schon getan habt. Lasst gerne ein Like hier, wenn euch das Video gefallen hat. Wir hören uns morgen wieder zum Wochenschluss, 10.30 Uhr zum Morning Meeting. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und soweit also meinerseits. Happy Trading, passt auf die Stops auf, habt euch wohl. Macht's gut, bis dann und tschüss.